Lesen dient nicht nur zur Entspannung, sondern bietet auch ein breites Spektrum an Wissensvermittlung und mehr. Jährlich an 3 Tagen im Mai füllt sich die Otterkringer Brunnenpassage mit Lesestoff für die Weltverbesserung. Unabhängige und kleine Verlage aus Wien und dem deutschsprachigen Raum mit alternativen, gesellschafts- und sozialkritischen Büchern präsentierten ihr Sortiment. Politische Initiativen, die Zeitschriften und Broschüren herausgeben, waren ebenso vertreten. Mehr dazu von der Volkskundlerin und Kulturarbeiterin Uli Fuchs. Also die kritischen Literaturtage sind eine lustige Buchmesse mit gescheiten, linken Leuten, Feministinnen, Pazifistinnen, Verlagsmenschen, Leute aus der Zivilgesellschaft, aus verschiedenen politischen Initiativen, aus der Gewerkschaft, alle Leute, die eben etwas beizutragen haben für die Weltverbesserung, und zwar mit Hilfe von Schrift und Sprache, im besten Fall auch gedruckt, in gedruckter Weise, obwohl wir jetzt auch manchmal gar nicht mehr so viel geprintete Sachen haben, sondern auch durchaus auch schon elektronische Sachen. Ein ansprechendes Rahmenprogramm mit Lesungen im Freien, Buchpräsentationen und Gesprächen, alles bei freiem Eintritt, brachte interessierte BesucherInnen, AutorInnen und VerlegerInnen in solidarischer Atmosphäre in Kontakt. Kritische Literaturtage 2023 – Literatur zur Weltverbesserung. Welchen Inhalt haben die kritischen Literaturtage? Heuer haben wir einen Schwerpunkt, einerseits Gedichte für die Weltverbesserung. Also es sind sehr viele lyrische Angebote gekommen, Lyrik für die Lesungen. Und andererseits haben wir sehr viele neu gegründete Schreibkollektive und Verlagskollektive von Leuten, die kleine Formen schreiben und miteinander so eine Art Redaktionskollektiv bilden. Und so wie wir früher noch in der Schülerzeitung mit Schreibmaschine getippt, ausgeschnitten, zusammengeklebt, mit Tippex und so weiter, ja, also wirklich von vorn bis hinten alles selbst gemacht haben, ist es jetzt natürlich in einer etwas eleganteren Form, aber natürlich auch von der Haltung her, der Selbstermächtigung, dass man sagt, so, ich mache jetzt das, was mich freut, mache ich selber. Das ist der zweite Schwerpunkt heuer, das ist was Neues. Nina Dirnweber, Kulturlotsin vom VÖGB, Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, wünschte eingangs eine gute Welt, ein gutes Leben, kritisch sein und kritisch bleiben.